Hey, hey, heute erster Eindruck von Crown Wars The Black Prince, ein Rundenstrategiespiel in einer Dark-Fantasy-Version vom Hundertjährigen Krieg in Frankreich 1356. Der Entwickler ist Artifact Studios. Wenn ich mich nicht irre, solle das das Studio sein, das auch Dungeon of Nahelbeug gemacht hat. Ein sehr gutes Spiel mit viel Witz, der hier anscheinend ein bisschen verloren gegangen ist, wenn ich mir da hinten so den Baum anschaue. Die kennen sich aber definitiv mit schweren Rundenstrategiespielen aus und das hier scheint mir ziemlich knackig zu sein. Die Dark-Fantasy-Elemente hier sind wohl eine Art Blutmagie und Alchemie und natürlich die Pest-Doktor-Maske, die etwa 300 Jahre zu früh dran ist. Aber na gut, ich mag die Dinge einfach generell nicht. Wir haben hier trotzdem immer noch einen realistischen Hintergrund, den Hundertjährigen Krieg, und wir haben auch wirklich gut aussehende historische Waffen und Rüstungen in dem Spiel, und ihr wisst, das mag ich sehr. Master Audio war auf 100, die anderen Slider waren auf 80, ich muss trotzdem ganz schön runterdrehen. Das Voice-Over ist entweder Englisch oder Französisch, und vor allen Dingen beim Englischen hat man immer noch einen schweren französischen Akzent drin. Liegt aber einfach daran, dass wir auf der Seite der Franzosen spielen, nicht? Ja, was soll ich hier sonst großartig zu sagen? Ich setze große Hoffnung in das Spiel hier. Das kommt jetzt raus in 3 Wochen. Ich habe es mir sicher irgendwo aufgeschrieben. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es ist der 7. März 2024, wo der Release kommt. Ich warte drauf, ich werde es mir anschauen. So um die Ecke rum müssten wir auch wahrscheinlich mit War Tales durch sein. Und wenn das Spiel hier so gut ist, wie es sich bis jetzt angespielt hat, dann sehen wir das definitiv wieder auf dem Kanal hier. Aber genug geschwätzt. Gehen wir rein. Ich habe eine Mission vorbereitet, nämlich Mission 2 ist es, glaube ich, also die direkt nach dem Tutorial. Wir schauen kurz in unsere Burg und dann legen wir los. So, hier ist unser Missionshub für die Weltkarte. Wir haben hier aktuell nur die Great Hall und die Baracken. Wenn man dem hier unten glauben kann, kommt ein Labor mit dazu. Ich gehe davon aus, dass es dafür da ist, um die Verbrauchsgegenstände herzustellen. Eine Kapelle, die wird sicher dafür da sein, um Leute zu heilen nach den Missionen. Ein Markt ist nun mal ein Markt. Hier oben haben wir schließlich einen ganzen Haufen Zeug, das irgendwie aufgetrieben werden muss. Die Schmiede hatte ich schon mal. Das ist, wenn die Mission hier fertig spielt. Dann kann man da Waffen und sowas verbessern. Baracke ist die Baracke. Und das Gefängnis wird wohl das Gefängnis sein. Schauen wir zuerst mal in die Baracke rein, damit wir ein bisschen Übersicht über die Klassen kriegen. Aktuell in der Demo sind 5 Klassen drin. Auf den Screenshots und so sieht es nicht unbedingt so aus, als wären es bei Release mehr, aber hey, ich lasse mich da gerne überraschen. Wir haben aktuell den Alchemisten. Der scheint mir so eine Art Support-Einheit zu sein. Also ihr habt hier neben euren ganzen Kram. Kampfsystem sehen wir dann gleich. Es ist ein 3-Aktionspunkte-Kampfsystem, 1 Aktionspunkt für Bewegung, 2 Aktionspunkte für Dinge. Tatsächlich auch angreifen, wenn man das möchte. Ihr könnt hier die Waffen wechseln. Verschiedene Klassen haben verschiedene Waffen. Und die Waffen haben halt verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Reichweite und verschiedene Schaden. Andere Waffen halt nicht. Was hier sehr cool ist, wir haben hier ein sehr, sehr starkes System, um das Aussehen von unseren Söldnern hier zu ändern. Da schauen wir gleich mal rein. Wir gucken zuerst noch die Klassen fertig. Also ihr habt den Alchemisten. Ich sagte, er ist entweder Support oder um die Gegner zu debuffen mit Säure und sowas und Feuerbomben. Ihr habt den Beastmaster, der scheint mir ziemlich OP zu sein. Das ist entweder ein Bogenschütze oder ein Unterstützungsnahkämpfer zusammen mit einem Tier. Der andere hat tatsächlich einen Bären mit dabei, aber den nehmen wir auch gleich mit, also von daher. Ihr habt den Crusader. Das ist euer Mann oder eure Frau in schwerer Rüstung. Hier fangen da noch langsam ein paar mehr Waffen an. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Einhandschild oder einer Zweihandwaffe. Ihr habt den Duellisten, der tatsächlich, ja, so ein leichter Unterstützungsnahkämpfer ist oder so eine Art Schurke, hätte ich fast schon gesagt. Er ist dafür da, um einzelne Gegner zu binden. Und die letzte Klasse hier steht Flayer. Bin ich ganz sicher, was sie damit meinen. Das scheint so eine Art Schurke oder Bogenschütze zu sein. Ihr seht ja hier Wurfäxte und einen Bogen, also eine skirmische Einheit. Ran, schießen, wieder weg. Auch nicht verkehrt. Mitnehmen werden wir wahrscheinlich einen Alchemisten, einen Beastmaster, einen Crusader und einen Bogenschützen. Wir steigen kurz hier beim Crusader mal in Appearance ein, weil das die Klasse ist, die am meisten Sachen hat. Ich sag, sehr historisch korrekt die ganzen Sachen hier. Rüstung und Ausrüstung. Wenn wir durchschauen, ihr habt hier das Schwert dann, eine, wie heißt es denn hier, Badische hätte ich gesagt, Polearm steht da unten, ein Greatsword,
und den Hammer. Und halt, wenn es eine Einhandwaffe ist, den Schild mit dazu. Der kleine Schild kann tatsächlich auch zum Kämpfen benutzt werden. Aber schau uns mal Appearance an, das ist nämlich wirklich sehr stark gemacht. Schaut euch den Spaß hier an, wie viel das ist. Ihr könnt hier das Gesicht ändern, ihr könnt Narben dran machen, ihr könnt die Hautfarbe ändern, Haare auf den Kerl drauf machen, einen Bart dran machen, so wie sich das gehört. Ja, mach mal einen Bart dran, vernünftigen, hier so einen für den Franzosen. Aber dann kommen wir hier zum Gear. Ihr könnt Helme wechseln. In dem Fall hier schwere Helme, weil es normal, ne? Schwer gepanzerter Dude ist. Lassen wir den Helm immer dran. Ihr könnt Warpaint dran machen und dann steigen wir richtig ein. Ihr geht hier oben dann auf Body Top und dann könnt ihr hier loslegen. Die anderen Klassen haben das auch sehr ähnlich, aber halt nicht ganz so viel wie hier der Ritter. Weil hier halt einfach Plattenrüstung dran ist und ihr könnt so viel Zeug einstellen und hier einen richtig coolen Charakter draus machen. Dass das richtig, richtig cool ist. Haben die denn für eine Left Pouch dran? Achso, hier hinten den kleinen Kerl. Ihr habt hier Hose, dann habt ihr hier Farben. Da könnt ihr drei Farben einstellen für alle möglichen Sachen. Wir haben hier Leder, den Stoff, Metall, Fell, Knochen, Holz, je nachdem, was halt so an der Rüstung dran ist. Und dann könnt ihr hier hinten sogar noch, weil noch nicht fertig ist mit übertreiben, könnt ihr die Rüstung und euer Logo noch anmalen und verändern. Ist schon ziemlich wild. Schon ziemlich wild. Ich meine, bei den anderen Klassen ist nicht ganz so viel dabei. Aber immer noch genug. Gut, gehen wir hier raus. Ihr könnt hier oben in der Great Hall tatsächlich auch euer Ingame-Logo noch verändern, wenn euch danach ist. Aber wir spielen jetzt mal eine Mission, damit das hier nicht alles ewig dauert. Ihr habt eine Weltkarte, auf der sind Missionen offen. In diesem Fall nur eine. Und ihr könnt bis zu zwei verschiedene Squads hier am Anfang zumindest losschicken. Und die brauchen eine bestimmte Zeit, bis sie irgendwo sind. In dem Fall hier braucht das Squad 4 Tage. Wir stellen also eins zusammen. So, wir bereiten uns hier vor. Ich habe die ja schon vorbereitet. Wir haben die Lady mit der Armbrust, wir haben den Mann mit dem Bären. So, die Frau mit dem Hammer und unsere Bogenschützin. Die haben alle Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir die von hier aus jetzt noch sehen können, wenn ich jetzt auf Continue drücke. Nö, tatsächlich nicht. Bisschen schade. Ist ein bisschen fummelig hier der Bildschirm, muss ich wirklich sagen. Aber was können die denn? Kann ich mich daran erinnern? Ich glaube, die hier konnte Teer werfen, damit die Gegner langsamer werden. Der hier macht das, was Hallstein bei mir in der Bordhells-Kampagne macht. Wenn der jemanden angreift, dann greift der Bär mit an, wenn der in der Nähe ist. Die kann einfach nochmal extra feste draufhauen. Und die Bogenschützin konnte, ich glaube, anvisieren oder so ein Quatsch. Wir sehen es ja gleich. Gut, ihr könnt jetzt hier halt nochmal dann Consumables und sowas ausrüsten. Ich habe hier zweimal Heilung mit dabei, eine Giftflasche und verschiedene Pfeile. Ja, ich sag, der Beastmaster ist ein bisschen OP, weil wir haben jetzt ja aktiv dann 5 Leute mit dabei, nämlich 3 Fernkämpfer und 2 Nahkämpfer zum Tanken. Schauen wir einfach mal rein. Da wollen wir hin. Und hier sind wir angekommen. Wir sind die ganze Zeit im Rundenmodus, auch wenn die Kämpfe angefangen werden, wie hier bei King Arthur Knight's Tale. Wer das auf dem Kanal geguckt hat, weiß, was ich damit meine. Ihr könnt hier eindrehen, wie die Leute stehen sollen. Ich sage, ihr habt 3 Aktionspunkte, aber ihr könnt die gelben auch zum Laufen benutzen. Ja, da will, glaube ich, mit uns reden. Oh, Mercy. King Edward ordered us to destroy everything, to burn everything. Da merkt man ja jetzt, dass hier irgendwie mit Kultaktivität oder sowas zu tun hat. My men have gone mad. The voices. They won't stop calling out. Armer dying English knight. Rest in pepperoni. So, ihr dürft euch übrigens nur so weit bewegen, wie ihr klickt. Also ich kann jetzt nicht nach hier klicken und dann kann ich mich danach noch weiter bewegen. So funktioniert das hier nicht. Ihr seht hier das Rote. Wenn ich da reingehe, dann wissen die Gegner, dass ich da bin. Wollen wir jetzt also noch nicht unbedingt sofort machen. Ihr seid aber immer zuerst dran, wenn ihr die Gegner angreift. Und ihr bekommt auch alle eure Aktionspunkte zurück dafür. Ist also auch schon mal ganz ordentlich gemacht. So, das ist meine Alchemistin. Nicht, darf ich jetzt nicht mit der Bogenschützin verwechseln. Die holen wir auch mal vor. Wollte gerade sagen, hat die ein Cape an. Aber das rendert einfach nur ein bisschen wild hier, oder? Verwirrt mich. Die hat ein wildes Voice-Over. Die Crusader-Lady. Es ist die Kommande.
Gut, da haben wir vorne ein paar Dudes. Wichtig ist, man muss sich auf dem Schlachtfeld umschauen. Wir haben nämlich auch eine Balliste hier und die ist sehr stark und die werden wir benutzen. Erstmal gehen wir in Position und beenden die Runde. Die sollten sich jetzt nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob es Patrouillen gibt in anderen Missionen. Gehe ich mal von aus, sonst wird das hier alles wenig Sinn machen. Wir können da nicht hoch. Jetzt testen wir mal, ob wir wirklich alle Aktionspunkte zurückkriegen, wenn eine Runde anfängt. Oder euch mir das eingebildet habe. Wir schnappen uns den hier. Wobei, warum eigentlich? Kommt der Bär bis dahin? Kommt er. Gut. Dann schnappen wir uns den hier und schießen. Warum denn nicht? Bei dem fehlt jetzt ein Punkt. Eine Cutscene. Ach, richtig. Man sieht jetzt, dass die Jungs alle ein bisschen durcheinander sind. Der steht da einfach und wumscht eine Leiche. Mit seinem Streitkolben. Ist dem recht egal. Hey, hey. Hey, da dieselben Klamotten waren wie unsere Crusader. Also so könnten wir tatsächlich auch aussehen, wenn wir das wollten. Und der kriegt jetzt nicht all seine Punkte zurück. Und die Lady... Okay, wir kriegen also nicht alle Punkte zurück. Wir müssen also... Naja, so planen, dass es theoretisch passt. Das ist dann jetzt aber auch nicht weiter schlimm. So, dann schicken wir Schützin da hoch. Die soll bitte die Balliste benutzen. Ich glaube, die darf die beim ersten Mal umsonst benutzen. Was haben wir denn hier? Wir haben normale Balliste. Wir haben Blutung und Routet. Und wir haben Rüstung ignorieren. Das schießen wir auf den Mann da hinten. Dicke kleine Cutscene. Bam! Weg mit dem Ding. Genau, hier oben steht's. Rüstung reduziert Schaden um 10%. Und die darf tatsächlich nochmal selbst schießen. Die bekommt Bonus, wenn die von oben schießt. Und die bekommt Bonus auch, glaube ich, aktuell, weil Lone Wolf an sein müsste. Na gut. Probieren wir da einfach mal die Sache mit dem Bären aus. Wir schicken den dahin. Die hatten irgendeinen Bonus gehabt, dass wenn... Schaut euch das nicht an. Der Bär hier hat verschiedene Stances, ob man zwei Felder einnehmen will oder ein Feld. Deshalb stellt er sich jetzt gerade hin. Wir hatten irgendeinen Bonus gehabt, dass, genau, hier steht Teamwork. Wenn ich angreife, dann bekommt der Bär einen Bonus und andersrum. Heißt, ja doch, machen wir es einfach direkt. Wir machen direkt Coordinated Strike. Zack, einmal, zweimal. Bär, du greifst einfach weiter an. Schauen, was passiert. Nicht genug, leider, nicht genug. Der geht auch mal da hoch. Dann bringen wir unsere Hammerlady ins Spiel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Execute kriegen, kann sein. Okay, ja doch, okay, ich wollte schon sagen, nur der letzte Kill in der Runde ist ein Execute, aber anscheinend nicht. Nach Möglichkeit ist wohl jeder Kill ein Execute. Ich hatte sogar schon einen Nahkampf-Execute für Fernkämpfer gehabt. Die Armbrustschützin hat dann jemanden mit ihrem Messer niedergestochen und dem dann quasi einen aufgesetzten Kopfschuss mit der Armbrust verpasst. Auch ein paar sehr nette Sachen hier drin. Gut, wir können mit Nahkämpfern Overwatch machen. Das hier sollte ja eigentlich gut sein für den da. Was haben wir noch? Einen Bogenschützen und einen Messerstecher. Yes. Da werden wir auch nicht allzu viel gegen tun können, wenn ich mich hier so umschaue. Consider it done. Bring die hier hin. Kann die noch auf irgendwen schießen von hier? Nein, dann macht die auch mal Overwatch. Und zwar auch am besten so in die Richtung, damit der dann nicht auf allzu blöde Ideen kommt. Damit wären wir dann auch schon fertig. Der kommt mal bitte runter. Sieht ja lächerlich aus. Runter, habe ich gesagt. Der macht dann Overwatch in die Richtung und dann sollten wir doch eigentlich recht gut stehen. Gucken wir, was die Gegner so vorhaben. Okay, der bufft sich Rüstung. Hat den Overwatch kassiert. Der kommt an den Baum und schießt auf den Bären. Overwatch wurde abgebrochen. Okay, gut zu wissen. Und Overwatch mit Fernkampf abbrechen kann. Und der da fängt an, den Bären zu pieksen. Die Balliste ist geladen. Oh. Ja, ich würde trotzdem auf den da weiter schießen. Feuer frei.
English Warrior. So, was ist der hier Special? Dead Aim, das benutzt die blaue Fähigkeit, das ist okay. Weil wir wollen uns da gar nicht bewegen. Das gibt jetzt erhöhte Genauigkeit und erhöhte Crit Chance. Den Typ da hinten trifft die leider nicht. Soll ich mal ihre zwei Schüsse auf den da verwenden? Den müssen wir irgendwie loswerden. Gute Treffer. Bär! Willst du dann irgendwann mal runterkommen? Hat keinen Platz. Armbrustschütze, machst du jetzt extra Schaden gegen den. Gut, gut, gut. Na, dann haben wir immer noch hier unten eine kleine Armbrust sitzen. Die haben ganz schön zusammengeschossen, die Jungs. Und unseren Hammer. Der Hammer nicht eigentlich einen Charge? Battering Ram. Ach nein, damit kann ich die Leute umschubsen. Wir können gerade mal testen, ob die Cooldowns zwischen den Kämpfen resetten oder ob man damit aufpassen muss. Dodged. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Cooldown ist ja trotzdem da. So, der Unterschied hier zwischen dem Crusader und dem Duellisten ist, der Crusader kann seine Stance wechseln, kann entweder mehr Schaden machen und versuchen zu taunten. Der Duellist, den wir jetzt nicht mit dabei haben, kann zwei verschiedene Waffensets mitnehmen, was sicher auch sehr stark ist, wenn man sich mit dem Spiel auskennt, nicht so wie ich. Ja, schießt den Bären ins Gesicht. Bis den Bären zusammenflicken, bevor wir weitergehen, was? Bär, du armer, armer Kerl. So, das heilt 25%. Lady, oh, hämmerst ihn mal nieder. Gut, das läuft jetzt hier einfach ganz normal weiter. Wir haben anscheinend immer noch die Cooldowns. Die Sache ist jetzt folgende. Ich weiß, was hier hinten passiert und ich weiß, dass ich da das letzte Mal, als ich da war, gestorben bin. Ich würde also gern versuchen, ob ich die Gegner von da hinten nach hier vorne zu meinen Leuten reinziehen kann. Yes. Heißt, ich lasse die Balliste da oben sitzen. Würde die anderen Leute hier am Baum aufstellen, weil ich kann die da oben nicht sitzen lassen, wenn ich mit der verlangsamen will. Yes. Dann haben wir die hier verlangsamt, ja. Dann passt das. So, du bleibst hier in etwa. Den Bären hätte ich auch gerne auf der Seite hier. Damit wir, ne? Yes. Dinge tun können. Und dann schicken wir mal jemanden, der die Gegner da vorne abholt. On the move. Tap, 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 tap. So, die kann gleich die Gegner holen. Dann kommt die zurück und wirft ihre Teerbombe da vorne rein. Dann können wir die Balliste benutzen. Die schießt nämlich bis nach hier. Dann gucken wir, dass wir die Gegner hier durch die Ecke durchziehen. Sag, bisschen geschummelt jetzt. Also nicht irgendwie geschummelt, sondern Meta-Wissen eingesetzt. Aber ich sage, ich bin hier eben gerade gestorben. Deshalb würde ich es jetzt gerne einfach mal anders ausprobieren und schauen, ob das Spiel mich das machen lässt. Das sind nämlich starke Gegner gewesen hier. Selbst so kann unser Crusader aussehen, wenn wir das wollen. Auch in Schwarz und in dem Helm. Also das ist alles sehr cool gemacht hier. Okay, wir rennen komplett zurück. Wihihihi. Fangen hier unten an mit Overwatch-Späßchen. Ich glaube, wir können dich auch nach da schicken. Da haben wir besseren Overwatch. Dein Overwatch lohnt sich von hier oben noch absolut gar nicht. Wir könnten aber dich hier hinpacken. Hier dann Overwatch aufmachen. Bär auf Seite. Wir brauchen den Bären ja in der Nähe von unserem Armbrustschützen. Damit der Overwatch kann. Der Crusader und unsere Bogenschützen haben dieselbe Stimme, oder? Okay, anscheinend kommen sie her, aber brauchen eine ganze Ecke. Wir haben hier einen Duellisten. Wir haben einen English Warrior.
So, 1, 2, 3, 4. Heißt, von da aus müsstet ihr den treffen? Nein, von da aus? Ja. Yes. Gut, du hier. Wie viele Runden hält denn das? Anscheinend für immer. Großes Fragezeichen. Wir werfen es mal nach hier. Dann schießt sie auf den. Dann lässt sie sich mal ein bisschen zurückfallen. Dann packen wir den Bären hier mal in eine juicy Position, die die Gegner lecker finden. So, machen Overwatch rein. I won't disappoint you. Der Bär macht da, dann packen wir die Lady da rein. Die macht Overwatch hier. Dann lassen wir uns gleich zurückfallen. Sobald ich dahin renne. Lass mich kurz was ausprobieren, wenn ich dahin renne. Auf den Dude da schieße. Und meinen zweiten Aktionspunkt dafür benutze, um wieder dahin zurückzurennen, wo ich herkomme. Funktioniert das nicht ganz, weil ich nicht ganz so weit laufen kann wie mit den Blauen. Ich verstehe. Das wäre ja auch schrecklich unfair. Ballista hat was für eine Reichweite gehabt? Okay, die kann also bis nach dahin schießen. Freut mich. So, wir haben ihn hier. Display of Courage. Reliant. Der läuft aber außen rum. Der hat keine Lust, sich die Balliste zu rennen. Wer ist das? Devotion. Oh, der zaubert Blutmagie. Okay. Und da kommt unser großer Gegner. Und der, den wir töten müssen. Ich weiß nicht, ob wir die anderen überhaupt umbringen müssen, damit wir hier gewinnen können. Ich bin gerade wirklich nicht so sicher. Die sind clever, die KI-Leute hier. Schaut euch das an, wie die sich aufgestellt haben. Gut, bedeutet für uns einfach, dass wir uns zurückfallen lassen und zwar so, dass der Bär sich hinstellen muss. War so, dass wir in beide Richtungen abdecken können. Und wir gleich die Balliste zum Einsatz bringen können. Zap. Armor Piercing und so weit nach hinten, wie es geht. Wenn der mich jetzt einfach umläuft, ist das wohl ganz allein meine Schuld. Ansonsten sollten wir uns langsam anfangen, hier hinten aufzubauen. Du machst einen Overwatch nach da, bitte. Lady, ein Overwatch nach da. Das heißt, die Seite hier ist gut abgedeckt. Du machst hier einen Schützen-Overwatch. Und gleich sind die Gegner in Reichweite von meiner Balliste und dann lassen wir es ordentlich knallen. Das hier können wir tatsächlich auch anzünden, also hier ist auch so Interaktion mit dem Spiel. Er hat sich ein paar vom Bären eingefangen, der hat Face Smash benutzt, das ist der Angriff von dem Schild. Der hat sich ins Feuer gestellt, da können wir vielleicht was mit anfangen. Vor allen Dingen müssten wir, es hat keine Rüstung von denen, doch der da. Warum schlägt der zurück, wenn ich ihm ein paar verpasse? Achso, kann ich ihn über Kreuz hier nicht hauen? Bin kurz verwirrt. Balliste. Einmal auf, ui. Den da hinten. Sehr stark. Follower of the Order. Details. Frenzied, immune to blind and confused. Bleeding, rooted. This unit cannot move. Das ist das, was ich sehen wollte. Kümmern wir uns mal um das Problem da. Hätten wir uns wohl drum gekümmert. Dann schmeißen wir dem Bären eine Heilflasche zu. Und dann ab hier in Deckung. Wer hat hier den Feuerpfeil? Du. So viel zu meiner Balliste. Dann einmal Feuerpfeil, bitte. Resisted Burning. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Lass uns die nächste Runde wieder da hochsteigen. Bär. Du müsstest vor uns gegen den Schildmann da kämpfen. Oder was auch immer du da machst, wenn du so durch die Gegend wuselst. So einmal draufhauen. Und dann
kommt unser Armbrustschütze ins Spiel. Wie viel dichter muss ich denn? 2 Felder dichter. Also von hier aus trifft er den? Nein. Von da aus trifft er den? Ja. Wie soll ich denn Pitch hier jetzt drin die ganze Zeit? Danke. Machen wir den koordinierten Schlag mit dem Bären zusammen. Das hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, Bär, du kannst noch. Und dann wird es auch schon Zeit, die Hammerfrau mit reinzuholen. 12 Punkte. Wir können den Prone schlagen. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Geben wir uns erstmal auf die Fähigkeit. Gucken wir, ob Crusher nicht reicht gegen den Heathen. Reicht wohl nicht. So, Alarm gezogen. Dann hoffen wir, dass die KI uns nicht einfach so erbarmungslos abschlachtet. Läuft besser als das letzte Mal, dass ich hier war. Um ganz ehrlich zu sein. Wo will er denn hin? Au, hey, nicht der Bär. Der hat meinen Bären auf den Hintern gehauen. Das ist eine Frechheit. Der ist hochgebounced und dann umgefallen. So, Battering Ram. Resisted Prone. Ah. Dann haben wir hier Verdict. You strike down with a weapon. Habe ich diese Runde Schaden genommen? Glaub schon. Das war Bonus Damage. Das ist noch blau? Nicht sicher? Anscheinend. So, an die Armbrust. Wir müssen den Typ da niederschießen. Feuer! Bitte kein Friendly Fire. Bam! Du könntest den Kerl da hinten eigentlich mal niederschießen. Nur so zum Scherz, damit wir den nicht mehr an der Backe haben. Tipp! Bär? Einfach draufhauen. Wir kommen da schon zurecht. Lady, du könntest doch eigentlich eine Säureflasche auf den werfen. Da steht, dass das Rüstung von dem Typ frisst. Sehr Brocken, der Ritter hier. Ich hoffe mal, der tötet jetzt niemanden. Die hätte besser Taunt benutzt, dann hätte ich längst gewusst, was er macht. Au, der heilt sich. Hey, hör auf meinen Bären zu töten, den brauchen wir noch. Eigentlich habe ich keine Lust, den mit der Armbrust zu töten. Wir können ihn schon sauber vernichten. Zack! Geh schlafen. Sehr cooles Spiel. Freue ich mich richtig auf den Release, wenn das so gut weitergeht. Dann ist das sehr ordentlich. So. Oh hey, wir kriegen sogar ein Level Up. Ja, Tatsache. Oh, man bekommt auch XP in den Waffen, die man benutzt hat. Das ist ja interessant. So, was kriegt man hier? Hey, liest sich auch alles nicht verkehrt. Wie geht denn das hier unten weiter? Cool, cool. Das heißt, damit macht man die Flaschen besser, die man aussuchen kann. Alles ganz cool gemacht hier. Ach, da kriegt sogar der Bär Fähigkeiten. Nett, nett. Execution, Surveillance. Gut, ist auch egal. Die Jungs werden sowieso nicht weiterspielen. You heal and gain haste, also Second Wind quasi. Embolden. Ja, doch, Templar ist Tank und Inquisitor ist Damage Dealer. Also schwer gepanzerter Damage Dealer. Was haben wir hier? Defensive Shot, das ist doch das, was die Gegner eben gerade schon gemacht haben. Sidestep. Ja, also hier vorne Saboteur ist so eine Art Nahkampfschurke von der Grundidee hier und Scout ist halt, na, normaler Schütze. Anchor down, 2 bis 5 Piercing. Gut. Dann gehen wir zurück in die Burg, schauen, was da Neues gibt. Upgrade your weapons. Wow, ja, das habe ich. Ja, ich habe bei der Story aber nicht aufgepasst. Probably coded and written in a foreign language. We need to speak with scholars from La Sorbonne to decipher it. Let's hope it helps us find Nicholas. Okay, cool. Neu ist die Schmiede. Und hier kann ich jetzt was genau machen?
Rüstung und Waffen verbessern. Ich sehe hier unten nur Waffen. Ich könnte jetzt also hingehen und sagen, ich habe zwei Leute, die eine Armbrust benutzen. Ich würde also gerne Armbrüste verbessern. Oha. Sogar gar nicht so schlecht verbessert ist wie ein D&D plus 1. Huh? Ein Punkt mehr Min-Max-Schaden. Ein Punkt mehr Text-Tooltip EC. Ja, ihr Franzosen, ne? Placeholder. Movement minus 1. Das kostet dann jetzt auch wieder 4 Tage. Okay, verstehe ich. Ja, ich habe gesagt, wir spielen eine Mission. Ich denke, die Demo hat noch eine Mission mehr. Ich habe es selber noch nicht fertig gespielt. Ein sehr cooles Spiel. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass sich hier sowas Nettes dahinter versteckt. Ich werde das definitiv mal auf dem Zettel behalten und bei Release mal reinschauen. Vielleicht das nächste große Spiel für den Kanal. Wir gucken mal. Gut, das war's dann mit dem ersten Eindruck für Crown Wars The Black Prince. Ein schrecklich langer Titel. Dann danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.